Keanu Reeves, längst nicht mehr im Ruhestand befindlicher Killer, hat schon hunderte von Gegnern getötet, wenn sie ihm in die Quere kamen oder sich ihm in den Weg stellten. Baba Yaga ist nicht zu stoppen. Hier sind einige der härtesten, denkwürdigsten und brutalsten Morde in der John Wick-Reihe bisher. Dies ist der Tod, der John Wick zu seinem Amoklauf veranlasste, und jeder Tierliebhaber kann diesen Drang wahrscheinlich nachempfinden. Unter all der grandiosen Gewalt und Zerstörung ist dieses Franchise letztlich eine Hommage an die besten Freunde des Mannes, Hunde und Autos. Regisseur Chad Stahelski bekannte sich 2019 gegenüber Uproxx zu seiner Liebe zu Hunden und sagte, dass seine Liebe als Kind in einem Haushalt begann, der irische Wolfshunde aufzog. Stahelskis Hintergrund inspirierte ihn dazu, Hunde in die John Wick-Filme einzubauen. Das sehen wir als erstes bei dem süßen Baby Beagle, den Wick posthum von seiner kürzlich verstorbenen Frau Helen geschenkt bekam. Ihr Tod bildet die Grundlage für den ersten Film, und da sie wusste, dass ihre Zeit gekommen war, setzte sie Daisys Ankunft genau dann an, wenn John sie am meisten brauchen würde. Das Hündchen fungierte als Anker für den trauernden Ehemann und gab ihm einen Grund, jeden Tag weiterzumachen. Tragischerweise entgleitete ihm sein zaghafter Halt, als russische Gangster in sein Haus einbrechen, Daisy töten und seinen wertvollen 69er Mustang stehlen. Ein Hochzeitsgeschenk von Helen. Es bricht ihm das Herz, den kleinen Welpen sterben zu sehen, und zwar so sehr, dass sogar der Schauspieler, der den Welpen am Set töten soll, das Bedürfnis hatte, Daisy zwischen den Aufnahmen zu knuddeln. Man kann es John nicht verübeln, dass er alle Personen jagt, die mit der Tötung dieses unschuldigen Welpen und dem Diebstahl seines Autos in Verbindung stehen. Aber zum Glück ist der Beagle im wirklichen Leben gesund und munter und lebt bei einer liebevollen Familie, die ihn seither Wick nennt. Wick beging die ultimative unverzeihliche Sünde in John Wick Kapitel 2, als er Santino D'Antonio auf dem Grundstück vom Continental tötete. Daraufhin machten sich sämtliche Kopfgeldjäger der Stadt auf die Suche nach Wick, der versuchte, sie in Kapitel 3 Parabellum abzuhängen, indem er sich in einem Pferdestall im Central Park versteckte. In einer seiner kreativsten und brutalsten Aktionen benutzte Wick eines der Pferde im Stall als Waffe, um seine Verfolger abzuwehren. Er stellte das Pferd zwischen sich und einen der Killer und veranlasste es, seinem Gegner einen Tritt gegen das Brustbein zu versetzen. Dann schlug er dem Pferd auf den Oberschenkel, sodass es mit einem Rückwärtstritt auf den Kiefer des Mannes folgte, der sofort wie ein Sack Kartoffeln umfiel. Anschließend wickelte Wick die Zügel des Pferdes um den Hals seines letzten lebenden Gegners und zog ihn hinter sich her aus dem Stall. Das ist ziemlich heftig und keine Situation, in der man jemals sein möchte. Nachdem er in Parabellum auf seinem Todespferd aus dem Stall geflohen ist, wird Wick von Motorradgangstern durch Downtown Manhattan verfolgt. Dabei vollführt Wick einige verblüffende Fahrkunststücke und schafft es, alle Verfolger zu besiegen. Den Motorradfahrern wird ins Gesicht geschossen und sie krachen ziemlich heftig in andere Autos. Erstaunlicherweise hatte Keanu Reeves in dieser Szene das Stuntreiten übernommen, eine Fähigkeit, die er ursprünglich bei den Dreharbeiten zu dem 2013 erschienenen Action- und Fantasy-Film 47 Ronin erworben hatte. Um Reeves während der Dreharbeiten zu schützen, baute das Team ein spezielles Kabelgeschirr auf, das als Sicherheitsnetz diente, falls er stürzte oder das Pferd unerwartet ausbrach. Trotz des Sicherheitsgeschirrs hatte Reeves einige knappe Situationen, in denen er seine Füße schnell aus den Steigbügeln ziehen und sich, Zitat, klein machen musste, um nicht gegen etwas zu stoßen. Es klingt, als sei Reeves' Job manchmal fast so gefährlich wie der von John Wick. Ironischerweise war der russische Gangster, der den Einbruch in Johns Haus inszenierte, der Sohn des russischen Gangsterbosses Viggo Tarasov. Wie wir im Originalfilm erfahren, waren Wick und Tarasov ehemalige Partner, als er noch ein Auftragskiller war, bevor Wick sein Leben als Verbrecher und Mörder aufgab, um sesshaft zu werden und Helen zu heiraten. Nachdem Viggo also erfährt, was sein Sohn getan hatte, warnt er Josef vor Wicks, ich zitiere, Konzentration, Engagement und schierem Willen und vergleicht ihn mit dem russischen Boogeyman. We call him Baba Yaga. Um seinem unachtsamen Sohn eine Vorstellung davon zu geben, wie gefährlich Wick ist, erzählt Viggo Josef, wie er einmal drei Männer in einer Bar nur mit einem Bleistift tötete. Diese Geschichte wird später von Viggos Bruder in Kapitel 2 wiederholt. Da Stahelski sich nicht damit zufrieden gab, den Zuschauern diese verblüffende Tat nur zu erzählen, erweckte er Wicks Legende später in Kapitel 2 zum Leben, indem er sie auf der Flucht vor Killern in New York nachstellt. In einem kleinen Café wird er von zwei Männern in die Enge getrieben und blutet stark. In dieser Szene gelingt es Wick, den Schuss des einen Attentäters abzuwehren, während er nach einem Bleistift greift, der neben dem Notizblock des Kellners liegt. Er sticht einem Angreifer mit dem Stift in die Brust. Mit einem zweiten Bleistift erledigt er den anderen und richtet danach den ersten hin. Die Stiche sind stellenweise recht unschön anzusehen und entlocken so manchem Zuschauer ein schallendes Gelächter. Der Film lässt einen Büromaterialien in einem ganz neuen Licht erscheinen. In Parabellum fügt John Wick der Liste der beliebigen Objekte, die er zum Töten von Menschen verwendet, eine weitere hinzu, als er einen anderen Attentäter nur mit Hilfe eines Buches aus der New Yorker Stadtbibliothek hinrichtet. Man sollte meinen, dass eine Bibliothek einen sicheren Zufluchtsort zum Lesen bietet, aber selbst dort findet Wick keine Ruhe.
Boban Marjanovic von den Dallas Mavericks spielt seinen übermächtigen Gegner Ernest. Er drängt Rick in einem der verlassenen Gänge in die Enge und nutzt seine langen Gliedmaßen zu seinem Vorteil aus. Zu allem Überfluss hat Marjanovics Figur ein Messer und schafft es, richtig zuzuschlagen, indem er Rick nach ein paar abgewehrten Schüssen in die Schulter sticht. Dann packt er Rick und stößt ihn durch die Gänge, während er ihm laut und ironisch zuflüstert, er solle still sein. Das Blatt wendet sich für Rick, als es ihm gelingt, einen besonders dicken Wälzer zu ergreifen und Ernest damit direkt in den Schritt, den Hals und das Gesicht zu schlagen. Rick folgt mit einem vernichtenden Todesstoß, indem er das Buch auf eine Tischplatte legt und mit einem Schlag auf den Kopf Ernests Wirbelsäule, begleitet von einem ekelhaften Knacken, bricht. Eine der vielleicht wildesten Szenen in den John Wick-Filmen findet in Parabellum statt. Auf der Flucht von Ninjas macht Rick in einem antiken Waffenladen Halt, um sich im Stil des Wilden Westens zu bewaffnen. Seine Feinde folgen ihm hinein und alle fangen an, mit Messern aufeinander zu werfen, wobei unzählige Glasvitrinen und Spiegel zu Bruch gehen. Einer der Ninjas wird von zwei Messern, die sein Kamerad geworfen hat, in den Rücken gestochen, bevor er von Rick in die Leiste und einige andere Körperteile gestochen wird. Es folgen weitere Messerstiche, die darin enden, dass einem der letzten überlebenden Ninjas langsam ins Auge gestochen wird, was sehr unschön anzuschauen ist. Zu guter Letzt macht Rick dem letzten Ninja den Gar aus, indem er ihm von der anderen Seite des Raumes einen Tomahawk in den Schädel wirft. Es sieht vielleicht nach Chaos aus, doch diese Szene wurde sorgfältig geplant und erforderte einen enormen Aufwand, um sie zu vollenden. Stahelski erzählte Polygon, dass die Inspiration für diese Szene aus zwei glorreiche Halunken stammt, als der große Bösewicht Tuco nach Feierabend in einen Waffenladen ging, um Nachschub zu holen. Nachdem er mit diesem Funken der Inspiration begonnen hatte, erweiterte Stahelski die Szene um einen epischen Messerkampf, den er wortgewandt als Schneeballschlacht bezeichnete, nur viel tödlicher. Bei vielen Szenen in den John Wick-Filmen wird eine Kombination aus CGI und praktischen Effekten verwendet, um Bilder zu erzeugen, die ohne digitale Hilfe unmöglich oder unglaublich gefährlich wären. Ein solches Beispiel ist eine epische Motorradverfolgungsszene in Parabellum, als einige von Zeros Ninjas Rick durch Brooklyn jagen. Die Szene wird noch pikanter, als die Ninjas ihre Katanas zücken und versuchen, Rick in Scheiben zu schneiden, während sie alle auf zwei Rädern herumfahren. Rick gelingt es, ihr Schwert gegen sie zu wenden und die Ninjas wie Schaschlikspieße aufzuspießen, die dann in einem explosiven Domino-Effekt aufeinanderprallen. Trotz des Hyperrealismus dieser Szene wurden die auf den Asphalt prallenden Fahrer alle mit CGI in die Szene hineingeschnitten, überlagert von Aufnahmen mit echten Schauspielern, die rittlings auf Motorradschlitten vor Greenscreens saßen. Die erschütternden Szenen zeigen, welch großartige Arbeit das Team für visuelle Effekte geleistet hat. Zu Tode zu verbrennen klingt nach einer der schmerzhaftesten Arten, seinen letzten Momenten entgegenzusehen. Doch das sind die Konsequenzen, wenn man an der Tötung von John Wicks Hund und dem Diebstahl seines Autos beteiligt war. Dieser feurige Moment der Rache findet im ursprünglichen Film statt, als Wick schließlich Josef Tarasow ausfindig macht, dank seines Vaters Viggo, der die Informationen mit dem unaufhaltsamen Killer teilt. Es scheint, als gäbe es keine Ehre unter Dieben, selbst wenn sie zur Familie gehören. Wick verfolgt Josef und seine Gangster bis zu einem Unterschlupf in Brooklyn, der plötzlich nicht mehr sicher ist, und die Gangster fliehen zu ihren Autos in der Hoffnung auf eine schnelle Flucht. Bevor sie jedoch fliehen können, jagt Wick ihre Autos per Fernsteuerung in die Luft, die daraufhin spektakulär explodieren. Wann hatte er die Zeit, Bomben an mehreren Autos anzubringen? Wen interessiert das schon? Es macht Boom, während Keanu Reeves in Zeitlupe läuft, und das ist es, was zählt. Bei einem letzten verzweifelten Fluchtversuch schießt Rick Josef in den Bauch, bevor er ihm in den Kopf schießt, während er gerade dabei ist zu argumentieren, dass es nur ein Hund war. Im Vergleich zu den Jungs, die von den Autobomben in Brand gesteckt wurden, kam er allerdings noch glimpflich davon. Und ein Hund ist niemals nur ein Hund. John kann zwar sein Hündchen Daisy nicht mehr zurückbringen, aber wenigstens sein Auto wiederfinden. Kapitel 2 beginnt damit, dass Rick die Werkstatt von Abram Tarasow infiltriert, dem Onkel und Bruder des verstorbenen Josef bzw. Viggo. Da Ricks 69er Mustang in seiner Werkstatt steht, befürchtet er, dass der Boogeyman sein Auto abholen und eine Spur von Kollateralschäden hinterlassen wird. Abram klärt einen Komplizen über Ricks Fähigkeiten und ihre missliche Lage auf. Während Tarasow seine Geschichte erzählt, ist Rick draußen und arbeitet sich in den Laden vor, indem er Abrams Leute leise einen nach dem anderen ausschaltet. Einer dieser Männer macht gerade eine Rauchpause, als Rick sich von hinten an ihn heranschleicht, und während Tarasows Stimme Ricks Konzentration, Engagement und schieren Willen beschreibt, schiebt Rick dem Mann die Zigarette von hinten in den Mund, schlägt ihm dann in den Bauch und drückt ihm die glimmende Zigarette den Hals hinunter, während er seinen Mund bedeckt. Man kann sich wohl nur vorstellen, wie brutal das wehtun würde. Nachdem man sich jahrzehntelang darüber beschwert hatte, dass Hollywood das Rauchen verherrlicht, gibt es nun eine Szene, die eine weitere, wenn auch seltene Gefahr im Zusammenhang mit der Nikotinsucht zu verdeutlichen scheint.
Wick setzt sein Bestreben, sein Auto zurückzubekommen, mit seinem nächsten brutalen Mord fort, der kurz darauf folgt, nachdem er Abrams Gangster mit seiner eigenen Zigarette erwürgt hatte. Der rachsüchtige Killer schleicht sich an den nächsten Bösewicht heran, dem er in der Werkstatt begegnet, nur dass dieser die weise Entscheidung getroffen hatte, nicht zu rauchen. Also tut Wick das, was er am besten kann, und improvisiert, indem er ihn zu Boden bringt und mit einem Draht erwürgt. Es scheint eine sehr langsame, schmerzhafte Art zu sterben zu sein. Vor allem im Vergleich dazu, wie schnell viele der anderen Tode im Film auf humanere Weise eintreten, zum Beispiel durch Schüsse aus nächster Nähe. Das mag ein hart zu verdauender Tod sein, doch viele weitere werden auf John Wicks blutigen Pfaden folgen. Wenigstens bekommt er sein Auto zurück, auch wenn er es auf seiner Flucht sogleich zu Schrott fährt. Das zeigt nur, dass mit dem richtigen Maß an Konzentration, Engagement und schierem Willen alles möglich ist. Sogar das Töten von Hunderten von Menschen auf unendlich kreative und grausame Weise. Stahelski sagte der Los Angeles Times im Jahr 2019, dass er und sein Stuntteam sich bei Wiederholungen schnell langweilen. Es wird also interessant sein zu sehen, wie sie das Töten in den kommenden Filmen neuartig gestalten werden. Schaut euch eines unserer neuesten Videos direkt hier an. Außerdem kommen bald noch mehr Looper-Videos über eure Lieblingsfilme. Abonniert unseren YouTube-Kanal und aktiviert die Glocke, damit ihr kein einziges Video mehr verpasst.